Jetzt spielen wir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Weil es so schön war, üben wir die linke Hand auch. Und hier fangen wir mit dem dritten Finger vielleicht an. Man kann auch mit dem anderen Finger anfangen. Ich hab jetzt aber man soll nicht einen ungünstigen Fingersatz nehmen, sodass man immer hin und her hüpfen muss. Okay, also, dritter Finger links. Ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hier steht nichts von Tempo. Hier muss man selber fühlen, was ist schön, was ist nicht schön. Wir werden gleich bei der Feuerwehr sehen, was wir machen müssen. Ne? Wenn kein Tempo dasteht, dann müssen wir ein Tempo erfinden. Wenn er schnell und langsam zählen. Das ist hier nicht, das steht hier nicht geschrieben. Bei den großen Meisterwerken allerdings schon. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Stück, das heißt Kuckuck. Das können wir uns vorstellen. Hier würde ich auch mit dem vierten Finger anfangen. Und das hier, was Sie sehen, das ist eine Pause, eine Viertelnote Pause. Hier ist ein Dreivierteltakt. Hier müssen wir bis drei immer zählen. Und jetzt kommt hier eine neue Note. Nämlich das E. Übrigens, hier hatten wir das A. Nicht wahr? Bitte schreiben Sie nicht die Noten unten drunter, wie ich das jetzt mache. Ich mache das nur für Sie, weil Sie wahrscheinlich das Video ein paar Mal sehen, damit es einfacher wird für Sie, am Ende Noten lesen zu können. Also der Kuckuck. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und mit der rechten Hand. 1, 2. 1, 2, Pause. 1, 2, Pause. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die Feuerwehr. Hier werden Sie... Pause. 1, 2, Pause. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mich fragen, hier stehen vier Viertel. Also hier muss man bis vier zählen jeden Takt. Also, warum ist denn hier nur eine Viertel? Und hier sind vier Viertel, die es sich gehört. Und was bedeutet denn der Punkt hinter der Note? Viele Fragen auf einmal. Fangen wir mit der letzten Frage an. Der Punkt hinter der Note bedeutet, dass die Note um die Hälfte ihres Wertes verlängert wird. Zwei Schläge, also zwei Viertel plus ein Viertel sind drei Viertel. Und die vierte Viertel ist jetzt hier. Und das nennt man dann Auftakt. Nicht? Also man zählt jetzt nicht 1, 1, 2, 3, 4, sondern 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und das ist hier ein Wiederholungszeichen, dieser Doppelpunkt. Ja? Ich mache mal mit der linken Hand zuerst vor, da würde ich jetzt hinschreiben, fünfter Finger fängt an. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, nun, jetzt werden Sie mich fragen, hat das wie Feuerwehr geklungen? Nein. Mache ich Ihnen mal mit der rechten Hand vor, wie Feuerwehr vielleicht klingen kann. Also hier kommt es schon richtig schnell. Das würde man in der lateinischen Sprache sagen, prestissimo. Ja?